Die einfachste Form der Kanalkodierung ist das sogenannte Parity-Bit. Beim Parity-Bit geht man hin und generiert ein Codewort dadurch, indem man an ein Datenwort, was man übertragen oder speichern möchte, einfach ein zusätzliches Bit anhängt. Und zwar erfindet man dafür eine ja, relativ sperrig aussehende Regel, die aber gleich eigentlich ziemlich einfach ist. Und zwar lautet die Regel, wähle den Wert des angehängten Bits so, dass die Anzahl der Bits im resultierenden Codewort gerade ist. Das nennt man dann gerade Parität. Liest sich komisch, ist aber relativ einfach zu erklären, wenn wir mal hier unten das Beispiel sehen. Wir haben ein Datenwort. In diesem Datenwort finden wir zwei Einsen. Und ich soll jetzt ein Bit hier drin, hinten dran hängen, dass die Anzahl der Einsen gerade bleibt. Wir haben zwei Einsen, zwei ist eine gerade Zahl, also kann ich keine weitere Eins gebrauchen, also hänge ich hinten eine 0 an und im Codewort haben wir eine gerade Anzahl von Einsen. Man kann das Ganze auch anders formulieren. Wenn die Anzahl der Einsen im Datenwort gerade ist, hängst du bitte eine 0 an. Wenn die Anzahl der Einsen im Datenwort ungerade ist, hängst du bitte eine 1 an. Das ist die sogenannte gerade Parität. Man kann aber das Gegenteil davon machen. Das führt einfach zu einem anderen Code, der kann aber genauso viel und das ist genauso gut oder schlecht. Und zwar kann man hingehen und sagen, naja, wähle den Wert des angehängten Bits so, dass die Anzahl der Bits im resultierenden Codewort ungerade ist. Das nennt man dann entsprechend ungerade Parität. In unserem Beispiel würde das heißen, ich habe das Datenwort 01001 und ich muss jetzt eine 1 anhängen, sodass in diesem Codewort hier rechts die Anzahl der Einsen ungerade ist. In dem Fall müssten es also 3 sein. Also hänge ich eine 1 an. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern uns das eigentlich hilft. Was soll der Quatsch? Dazu muss man sich jetzt nochmal überlegen, wie so eine Übertragung jetzt vonstatten geht. Und hierzu nochmal ein Beispiel. Ich habe mir überlegt, ich hätte gerne gerade Parität. Ich möchte jetzt ein Datenwort absichern. Dieses Datenwort hat 4 Bit. Übrigens, diese 4 Bit sind jetzt einfach exemplarisch frei gewählt. Ich kann das auch mit 8 Bit, mit 10 Bit, mit 12 Bit oder mit 2 Bit machen. Das ist völlig egal. Jedenfalls nehme ich mir hier mal ein 4-Bit-Datenwort und möchte das mit gerader Parität absichern. Das heißt, ich hänge ein Parity-Bit an, das 0 ist. 0 deshalb, weil jetzt die Anzahl der Einsen in meinem Codewort 2 ist und 2 eine gerade Zahl ist. Jetzt nehme ich dieses Codewort. Wir erinnern uns, Codewort ist das, was gespeichert oder übertragen wird. Und bei dieser Übertragung passieren Fehler. Genauer genommen passiert bei dieser Übertragung ein Fehler. Wir sehen hier, dass ein Bit umgekippt ist. Während vorher hier 01100 stand, steht hier jetzt 0100. Und warum hilft mir das jetzt? Ich kann an dieser Stelle jetzt hingehen und sagen, ich bin jetzt der Empfänger und ich stelle fest, hier stimmt was nicht. Warum stimmt was nicht? Weil ich auch als Empfänger jetzt hingehe und die Anzahl der Einsen zähle und feststelle, die Anzahl der Einsen in diesem Codewort ist 1, ist eine ungerade Zahl, kann also nicht zu dem passen, was gerade Parität ist. Also zum Verständnis, man hat sich vorher darauf geeinigt, zwischen Sender und Empfänger gerade Parität zu benutzen. Und aufgrund dieser Tatsache kann ich jetzt sagen, Moment, hier ist ein Fehler aufgetaucht. Jetzt könnte man vielleicht denken, ja, wie praktisch, ja, dann ist halt der Fehler hier jetzt wieder weg. Und da ich ja weiß, das war ein Fehler, schreibe ich hier wieder meine 1 hin und habe den Fehler korrigiert und alles ist gut. Das geht leider nicht. Die Tatsache, dass wir jetzt hier vielleicht die Idee haben, dass diese 0 hier falsch ist, liegt einfach daran, dass ich sie rot gemacht habe. Hätte ich sie nicht rot gemacht und würden wir nicht wissen, von welchem Codewort wir kommen ursprünglich und von welchem Datenwort, hätten wir an der Stelle dummerweise leider keine Ahnung, dass es diese 0 ist, die falsch ist. Denn ich könnte mir hier auch jetzt ganz viele andere Codewörter hinschreiben, die alle nur, ich sag mal, einen Bitfehler weit entfernt sind. Zum Beispiel könnte es auch sein, dass das hier das Codewort war, von dem ich eigentlich mal gekommen bin, und diese ja, erste Stelle fehlerhaft ist. Ich könnte auch behaupten, naja, eigentlich war es das hier. Und diese Stelle hier ist fehlerhaft. Wir sehen, wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten. Also hier in diesen beiden Beispielen ist die Anzahl der Einsen wieder gerade. Das heißt, das wäre ein potenzielles gültiges Codewort gewesen. Wir sehen jetzt an der Stelle, dass wir nicht wissen, wo der Fehler auftritt. Also da wir ja das Datenwort, was geschickt wurde, logischerweise als Empfänger nicht kennen. Wenn wir es kennen würden, hätten wir es nicht übertragen brauchen. Habe ich hier leider zu viele Möglichkeiten, um Rückschlüsse zu ziehen. Das heißt, das geht einfach nicht.
Das Einzige, was ich mit diesem Parity-Bit hier anstellen kann, ist zu sagen, es liegt ein Fehler vor. Ich kann nicht sagen, an welcher Stelle liegt der Fehler vor und damit kann ich auch nicht korrigieren. Das heißt, ein Parity-Bit kann nicht korrigieren. Es kann nur Fehler erkennen. Und das ist das Einzige, nicht das Einzige, was es nicht kann, nicht das Einzige, was es nicht kann, naja gut. Es kann auch eine andere Sache nicht. Es kann zum Beispiel mehrfache Bitfehler nicht erkennen. Beispiel, dazu modifiziere ich das Ganze jetzt. Das schiebe ich mir eben runter. Ich modifiziere das Ganze jetzt und bin mal ganz frech und sage, die Übertragung war so richtig unter aller Sau. Und nicht nur dieses Bit hier ist gekippt, sondern auch das hier hinten. Und dann wird es fast noch schlimmer. Denn ich würde behaupten, dass diese 0 hier dummerweise unten zu einer 1 geworden ist. Dann würde ich das hier empfangen. Und jetzt passiert was richtig Dämliches oder was richtig Blödes, was eigentlich in der Praxis so informationstheoretisch noch viel schlimmer ist. Das hier ist ein gültiges Codewort. Ich gehe hin als Empfänger, zähle die Anzahl der Einsen. Das heißt, Anzahl Einsen ist gleich, Anzahl Einsen, so, ist gleich 2, ist gerade. Und weil das gerade ist, würde ich jetzt hingehen als Empfänger und sagen, ja, passt doch, kein Fehler passiert. Das heißt, sobald 2-Bit-Fehler auftreten, sagt mir das System hinterher, nö, ist alles gut. Und das ist natürlich ebenfalls tödlich. Woran man auch wieder sieht, dass das System so einfach wie es ist, so ganz schnell an seine Grenzen kommt. Es kann einen Bitfehler erkennen, keinen Bitfehler korrigieren und das war's dann eben auch. Wenn ich also jetzt auf einem Übertragungs- oder Speicherungssystem bin, was so schlecht ist, dass ich davon ausgehen muss, dass es wahrscheinlich wäre, dass, oder nicht, zumindest nicht nahezu auszuschließen, dass in einem Datenwort mehr als ein Fehler auftritt, nehme ich bitte was anderes.